Seltsam. Schauen wir mal, wer hat noch gespendet? Unglaublich, wie viel da steht. Jose hat 5 Dollar. So, und ich sehe aber keinen. Dings. Gönnen wir uns was. Aha. Hier für alle. Alle übrigen in Zelte im Lager verbessern. Erhöht die allgemeine Stimmung im Lager. Stimmung! Wie der Hase noch lebt, Alter, der wackelt ja noch. Die Anna ist mit ihrem Freund zugange. Mann, ich wünschte, ich wäre die Anna in dem Moment. Dann wäre ihr Freund an mir zugange. Du wünschtest dir doch auch, dass du die Anna wärst. Gib's ruhig zu. Alter, schwarze Katze. Voll die romantische Stimmung da. Heidewitzka, Alter. Ich hab's ohne Ton angeschaut. Ich hoffe, du hast jetzt nichts gesagt, was ich unbedingt hören musste. Alles klar. Ich spare mir jetzt meine Sprüche dazu, weil sonst bin ich wieder traurig. War mit Ton, ja, aber ich kann doch nicht Ton anhören. Hört man doch im Mikrofon. Hey, Arthur. Hallo. Ich finde dieses Geräusch, wenn du rauszoomst, so cool. Ich habe doch Schnellreise freigeschaltet, oder? Komme ich hier hin? Wo ist mein Zelt? Da hinten. Muss ich für Platin diese ganzen Minispiele machen, wie Domino und so ein Quatsch? Weiß das jemand? Wo sind die Cornwell, Kerosin und Teerwerke? Weiß ich? Das weiß ich doch nicht. Weiß das die Emerald Ranch? Ich muss nachschauen, ich weiß das nicht auswendig. Die Emerald Ranch ist da. Wo ist dieses Teer und irgendwas gedünselt, Alter? Da unten, nein, das ist Blackwater. Da ist Erdbeere. Hier oder was? Ne, das ist meine Basis. Da ist Valentine. Steht doch kein Mensch, Alter. Stall. Egal, dann gehe ich in die Emerald-Station. Wo will ich hin? Hier. Ja, dann gehe ich einfach in die Emerald-Ranch. Du hast die Minispiele, Hammer, hast du das Spiel überhaupt ordentlich gespielt? Du hast die Hälfte einfach auslassen. Geh einfach in die Emerald Ranch. So, das dauert jetzt ein bisschen, bis er ankommt.
hätte es mir schnell mit Ton angehört, weil jetzt hätte ich kurz Zeit gehabt. Aber man kann es nicht nochmal anschauen. Ich mache ja gerade Schnellreisen. Der Alex, glaube ich, der ist heute genauso langsam drauf wie ich. Aber das mit dem Fingerhacken ist doch easy, wenn man es einmal weiß, wie es geht. Und Poker, naja, gibt es bestimmt Tutorials für das Spiel, wie man das easy schnell macht. Kommt halt drauf an, ob man es für die Platin braucht. Vielleicht mache ich es dann noch im Offscreen. Weil Pokern ist ja Glücksspiel. Nicht, dass das Spiel sagt, heute hat der Witzka die Waldfee in mir drin. Pokern ist auch gar nicht so schwer eigentlich. Emerald Ranch! So, und jetzt müssen wir da, wo dieses gelbe... dieses gelbe Duckeldickel da unten ist, einen Zug überfallen. Das mag ich. Das heißt, ich muss wieder rumschießen. Es gehört aber dazu, Pokern. Das war ein... Du musst dich in diese Welt einfach einleben. Das ist so. Und da gehört es dazu, dass du mit finsteren Typen Poker spielst. Da hat einer pfiffen nach mir, hast du gehört? Ey, hast du auf mich geschossen? Ich mach gleich so einen Reibadachi aus dir. Das glaube ich dir. Ich bin schon voll der Cowboy, Alter. Schau mich mal an, wie ich zu dem hingehe und sag: Shit auf der Alm. Ölvergießen Teil I.V. Wieso kann man in Instagram-Videos nicht nochmal anschauen? Das ist ja voll blöd. What do you care, Englishman? You've got no time for me. I tried to find you work, but then you're off cutting jobs with other folks, and your boy Sean doesn't get a look in. Guess I don't want to get shot, that's all. Yeah, you're a real fucking funny shit, Arthur Morgan, huh? Real fucking funny. Calm down. You better sleep with your eyes open. Yeah, well, you're gonna sleep. Kann man einstellen? Careful, Scheiß Datenschutz und so ist unglaublich. Come on, take a shot. Come on, take your best shot, please. Eh? Grow up. And let me come on the raid, witches. Raid? Don't be playing coy with me. Oh son. Mein, jetzt hat mein Brustbein geknackt. Ah, der Ölwagen. Hi, stimmt, den haben wir geklaut. Oh, that. So Marston told you, it ain't a big show. I need calmness. If I take you, I might as well bring Mike along. Now compare me to that oily toad again. You're a dead man. Fair enough. Anyway, Arthur, what's your problem with me? In fact, don't tell me. I already know. You are threatened by me. Threatened by you? Yeah, my youthful vigor. It intimidates you. Does it? It's a story as old as the hills. The changing of the guard, the fading of the light. You're toast, old man. Okay. And what are you? Kontrolliert er denn da eigentlich? Der hat doch keine Ahnung von Kutschen. Good luck. Good luck and shut up. I want to get some rest before nightfall. Ach so, der schläft jetzt da. Okay. Okay. Wake up, you lazy son. Wake up in the morning. What are you doing here, kid? I'm coming, John. On the job. Feeling like P. Diddy. I said you weren't coming. Yeah, well, Arthur says I am. And it's his party, boy, so come on, let's go. Irgendwas ganz Schlimmes muss sie gesagt haben, wenn ich es nur einmal sehen darf. Can't wait to slit some bastard's throat. You sure about this? No. Are we ready? Yeah. Train's due through tonight. All right then. It's on. Charles? I'm ready. Gentlemen, let's go earn some money. Hey. All the horses untethered? Think so. Good. They should follow on behind us. You find a good spot, Wolfman? Yeah. Follow the trail southwest. There's a spot that's remote, but should still give them enough time to spot the oil wagon. They see this block in the track. Was Hirnloses? Nichts anderes habe ich erwartet. Picks up a new team of guards.
state line, so... Anna! Alte Strumpfsocke. See, this is what I mean. I disappear for a couple of weeks and you cut me out of all the action. Just the action that requires a brain. Ah, you're a funny fella, John Marston. My folks, eh? You had your feet up the whole time, playing sick. And fondling that new scar, like you're gonna buy a breakfast in the morning. Harmloses. Niemals war das harmlos. Ach, da steht wirklich harmlos. Ach so. Was hab ich gesagt? Hä, was hab ich denn gelesen? Kaum ist da Alex beim Scheißen, kommt die Anna rein. Ist krass. I blame you two for rescuing him. Far too much trouble for what we got out of it. Yeah, takes a whole army of bounty hunters to bring in Sean Maguire. Hab ich hier losgesagt? Kann sein, ja. Das ist, ist halt mein Ding. Bestimmt hat sie in dem Video gesagt, ich wünschte, du wärst neben mir, würdest hier jetzt liegen. Ah, ich könnte in deinen Armen schlafen, während du meinen Busen knetest. Irgendwie sowas hat sie bestimmt gesagt. So, we blocked the tracks with the wagon, then jumping. That's the plan. Pretty much. Charles, you deal with the engineer. John, secure the passenger car fast, take charitable donations and make sure everyone behaves. Little Mr. Maguire, you focus on the baggage car. Grab any valuables you can find. Shoot your mouth. Natürlich. Sorgt für spannende Momente vorm Einschlafen, sowas. Stop the wagon over the tracks. Remember, these are innocent folks. We handle this right, nobody needs to die here. Yeah, yeah. Let's get it on the tracks. Whoa, whoa. Mr. Marston. Mr. Smith, Mr. Maguire, get over there. When she slows, order. And you? I'm gonna make sure she slows. Let's do or die with you. I like it. Get moving. Warte, ich setz hier, ich sitz jetzt auf einem Ölwagen, der in die Luft geht, wenn der Zug da reinfährt. Here she comes. Weiß nicht, ob das so intelligent ist. Ja, aber Vollgas. Ich weiß nicht, was meine Mission ist. Soll ich mich bewegen? Will der irgendwas von mir? War echt ein cooles Bild, wie er da oben steht und angeleuchtet wird. I'm going aboard. Make that quick and join us on there. All right, get on that train. All yours, Captain. We'll go on ahead. Hallo, ich bin euer bester Freund. Go. Everything you got. Money, valuable. Please don't help me. There you go. Let's make this quick, people. Come on. We ain't leaving till this bag's full. Was ist mein Job? Wanna have a little chat with Romeo and Juliet here? Ja. Don't help me. What's the problem here? This is unnecessary. Money, valuable. Don't do this. Just give it to him, Thomas, please. Okay, okay. In the bag, everything you got. Keep it coming. Don't be shy. People like you make me sick. These two seem to think we're playing games. I want to count to three. What's up, da? Sick is better than dead, lady. I'm losing my goddamn patience. Das war damals halt so. Mein Gott, gib doch einfach dein Zeug her. No, you go ahead and look
for the baggage car. Tough guy, huh? You sure about that? Why are you wasting our time? You sure, son of a bitch? We ain't playing around here. Please, please. Everything you got. Komm, $200, jawollek. We ain't leaving till this bag's full. You won't get a damn cent from me. Let me hand you over to my friend then. Come on, put it now! Son of a bitch. Come on, cop it up, people. Don't be shy. Wieso macht mich das so glücklich? Beatty ist auch da. Jetzt wird mein Anus wieder wund. Sagt er, ja, so läuft es hier. Jetzt, wenn ich mir vorstelle, ich stell dir vor, unten liegt die Angie, ich auf ihr drauf, steck in ihr und hinter mir taucht Beatty auf und dann steckt der in mir. Dann hätten wir voll die Kette. Ich bin auch kein Batman. Ich bin Batman. For Christ's sake, you ain't even taken a look yet? Dead I fail. Was? Wie denn? Mit R1. Cool. Das ist eine Funktion, die hilft mir wirklich weiter. What does the fox say? Rapapapapapara! Rapapapapapara! Kennt noch jemand das Lied? What the fox say? Boah, der hat... Hast du gesehen? Alter, der ist wie Robocop einfach wieder auferstanden. Der... Das waren noch Zeiten, Alter. Rap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 
Wo ist mein Pferd? Los, Pferd der Macht. Good boy. Ja, noch schnell. Good boy. Entkomme den Gesetzeshütern. Attacke, Attacke, Attackerlack. Attacke, Attacke, Attackerlack. Attacke, Attacke, Attackerlack. Ich entkomme den Hütern des Gesetzes, die das Gesetz aber gar nicht hüten, sondern auslegen, wie sie wollen. Kann es sein, dass dieser rote Schatten mich verfolgt? Das ist ja nervig. Ich dachte, ich kann... Was passiert, wenn ich einfach... irgendwo abbiege? Oh, ist da einer tot, weil ein grauer Batzen ist jetzt hängen geblieben. Schnell weg. Schnell weg. Ganz schnell weg, aber jetzt hier. Oh, Arthur, Alter, du bist so unglaublich schnell. Ich soll ihn ausweichen, okay. Mein Genick tut so unglaublich weh. Oje, oje. Ich reite da lang. Ich bin ein Einzelgänger. Scheiße, die folgen mir ja einfach, Idioten. Erledigt. That was fun, boys. Real fun. We can see what they call you as the professionals in the outfit. Shut up. At least we made some money. Hey, what did I get? Gotta be $100 here. Very nice. You weren't even invited. What now? We still need a real big take. Enough for us to get out of here. Was that a setup? Law turned up real fast. I don't know. I don't think so, but I'm starting to get nervous. Think they followed us from Blackwater? Maybe. They found me already near Horseshoe, but I think this lot was just locals. I hope so. I'm gonna head into Valentine, see if I can get something started there. Good idea. Either way, we should all go it alone right now. You know the deal. Don't be following. Of course not, boss. Alter, erschreck mich nicht so! Ey, bist du völlig wahnsinnig? Wer war denn das? Was dachte ich gerade wirklich, dass die... Oh, wow. Teile ich alles nicht mehr aus, ich krieg gleich einen Schlaganfall. Was war das denn für ein cooles Ding? So. Bin ich jetzt schon wieder? Achso, hier bin ich schon wieder tot. Kopfgeld, 50 Döler. Und ich muss jetzt da nach Valentine. Aha. Lasset uns reiten, gemeinsam zusammen. Ich glaube, ich bin verknallt in einen Talahun. What the fuck? Oh Gott. Talahun. Ich glaube, ich bin verknallt in einen Talahun. Talahun. Huhn. Sterbe ich jetzt, wenn ich hier so Kinomodus da durchreite? Boah, der hat den Mittelweg gewählt. Krasser Dude, ey. Das, boah, schau ihn dir an, Alter. Wie episch das Pferd. Einfach drei Wettertaft in der Mähne drin. Schau mal hin. Alter, geil. Und das zoomt immer näher ran. Oder ist das nur mein Fiebertraum? Brother, you got a bullet coming. What's that? Digga, der Kinomodus ist noch an. Ah, gehen hier ab. Ich bin gleich wieder tot. Lauf, du fettes Arschgesicht. Du nach Hurensohn riechender Ficker. Wir leben in einer Welt, in der Traum und Wirklichkeit nah beieinander liegen. In der Tatsachen oft wie Fantasiegebilde erscheinen, die wir uns nicht erklären können. Alter! Nur noch einer. Er oder ich? Das ist jetzt die Frage.
Wir sind da. In unserer Geschichte gibt es einen Mann, der doppelt so lang ist wie der größte Mann der Welt. Jedenfalls behaupten das die Augenzeugen. Was? Ein Mann, der doppelt so lang ist wie der Mann selbst. Was? Das ist doch nicht echt, oder? Hat er das wirklich gesagt? The fuck? Alex hat die Blurb-Sounds für sich entdeckt. Wusste gar nicht, da sind voll die neuen dazugekommen. Die kannte ich gar nicht. Das Pferd ist tot. Gut, das eine ist halt, er hebt die Leiche auf, Alter. Idiot. Warum hebt er denn jetzt die Leiche auf? Das ist doch genau... Niemand will eine Leiche aufheben, Mann. Das Problem ist, dass eine meiner Doppelwaffen eine Schrotflinte ist und die tötet halt alles. Das tut mir sehr leid für das Pferd. So. Aber wollen wir mal kurz drüber sprechen, dass ich gerade einen Überfall überlebt habe zum allerersten Mal. Nice, Bro, nice. Tü-tü-tü. Nekrophile heben sie nicht hoch, die benutzen sie. Schau dir mal Nekromantik an, den Film. Da wirst du Spaß haben, Bruder. Habe ich doch gut gemacht, oder? Hey, boy. That's my boy. That's my boy. Sag ich auch immer, wenn ich meinen Penis raushol. Ich muss auch, ich bin schon wieder viel zu sexistisch unterwegs. Ups. Sorry. Ich hab Verkehr gehabt hier. Ja, Anna, du bist ruhig, Alter. Du hast einen Freund. Du bist von uns allen hier am weitesten. Weg, was Notstand angeht. Und fast alle sind wahrscheinlich auch neidisch auf dich. Schlechtes Hirschfell, Marik. Aber ist ja auch kein Wunder, weil der Hirsch ist mir ja auch einfach ins Pferd reingelandt. Mach dann! Achso, nee, es geht nur von der einen Seite. Er ist ein rechts... Durch, da schwirrt ein Geräuschli durch die Luft. Oder hast du wieder deine Ostuhr um? Oder ist das dein Herzschrittmacher? Hört sich nach dem Hupen nochmal an. Du kannst Ohren haben, es ist einer! Ja? Ah, Bud Spencer und Terence Hill, einfach die Besten der Welt! So schade, dass Menschen, die cool sind, älter werden. Meine Spende, bitte! Meine Spende! Meine Spende! Meine Spende! Das kannte ich tatsächlich gar nicht, bevor die Angie nicht mir das mal gesagt hat mit dem kleinen Spende. Ich kannte das vorher gar nicht. So klinge ich gar nicht, schon lange nicht mehr. Bin echt alt, ja, das stimmt. Angie, dein Abo ist ausgelaufen. Soll ich das als Bit-Sound machen? Aber man kann keine gewisse Anzahl. Ich kann nur machen, Bits gespendet, ja oder nein. Aktuell ist ja dieses SpongeBob-Ding. Vielleicht ändere ich das auch mal wieder in was anderes. Vielleicht, ich bin verliebt in einen Talerhuhn. Oder in den Minion-Sound, damit die Anna mir ganz viele Bits schenkt, damit Beatty sich aufregt. Ich hab nicht mal ein Follow von dir. Na, also ich sehe ja nicht, wer mir entfolgt, das sehe ich nicht. Aber ich habe tatsächlich mal gesehen, da war ich oft, wenn ich offline bin, kann ich trotzdem sehen, wer mir folgt. Da habe ich gesehen, dass sie mir dann wieder gefolgt ist.
Aber dass du mir jetzt wieder entfolgt bist, das ist dann mies. Wir haben immer Streit. Das ist bei Angie und mir so, weil ich meistens geistig dumm bin und sie das nicht akzeptiert. Schau mal, die haben hier auf einmal ganz andere Klamotten. Was ist hier passiert? Die geben mein Geld aber in Hülle und Fülle aus. Selbst der Pierce hat einen Hut. Sag mal, hier, die haben hier richtigen Wohlstand. Der hat sogar eine hässliche Angestellte. Was geht denn hier eigentlich ab? Das war ein aus Versehen. Ach so. So läuft es hier. Klar, weiß ich doch. Habe ich beim letzten Mal schon gesagt, dass mir das durchaus bewusst ist. Nein, du sollst das Essen kriegen. Mehr eigentlich nicht. Don't you overcook this now, Pearson. Thank you, Arthur. Hä, warte, wieso spendet der jetzt das Viech nicht? Hallo? Gib ihm das Viech! Ah, hier, der Hirschkadaver. Just in time, Mr. Morgan. Oh, Raubtierköder. Ui, da kann ich einen Bären fahren. Many thanks, Mr. Morgan. Ach so, na sowas mache ich ja nicht. Ich bin niemand, der Leuten hinterher forscht. Das mache ich nicht tatsächlich. Ja, forschen. Ja, stalken darf ich ja nicht sagen, sonst könnte man das ja wieder falsch auslegen. Ich erforsche. Habe ich überhaupt Gegenstände? Tatsache, Alter. Meinem Lager geht's unfall... Hä, kann das wirklich sein, dass das Spiel so cool ist, dass wenn die Geld haben, dass die sich auch Klamotten und so kaufen? Weil die Frau sah wirklich schnieke aus. Die leben hier auf einem ganz hohen Plateau gerade durch mich. Weil ich hier Uhren und so einen Scheiß spende. Na gut, ich habe auch fast 1000 Dollar. Manche haben da schon einen ganz, ganz kleinen Grad. Wie sie das unterscheiden. So, guck mal. Arthur, 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 Arthur. Duck und Carry, Duck und Carry, Duck und Carry, Duck und Carry. Arthur, 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 Arthur. Ich liebe... Ohne Scheiß. Ich habe alle Folgen da auf Blu-ray. Wenn irgendjemand Lust hat, mit mir einen King of Queens Marathon zu machen, bin ich sofort dabei. Ich gehe sofort offline, fahre dahin und wir schauen King of Queens an. Oh, die Pole Dance Folge war auch so lustig. Vor allem, wie er es dann gemacht hat, weil man muss es ja mit Gefühl machen. Ah, das war schon gut. Ah. Ich glaube, ich wäre auch gut im... Ich glaube, hier fliegt eine Mücke rum und ich kann es nicht mehr verhindern. Hört mal auf zu reden. Ich will nicht mit euch reden. Ihr seid nur ein billiges Lager.